Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zur Sonntagsbewertung. Ich bin bereit dafür. Leute, ich bin bereit dafür, ich hab Bock da drauf, deswegen let's go. Chen Rotte Rosen. Beat, Mix und Mastering, Dustin keine Ahnung. Sehr schön, oh, sehr schön, sehr schick. Ihr merkt, ich hab richtig gute Laune. Das sind schon mal schöne Aufnahmen, ne? Ein bisschen matt gehalten, ja? Keine leuchtenden Farben. Und da liegt er. Was hast du gemacht? Ist das Hangover oder was? Oh. Nice. Anfangs dachte ich so, ja, die Akkorde und so weiter, das klingt alles so ein bisschen mittelalterlich, will ich jetzt mal so sagen. Ja, danach kam aber ein Synth, der gepanelt hat. Also paneln bedeutet, wenn das von rechts nach links wechselt und dann wieder von links nach rechts. Nennen wir es jetzt mal ganz einfach. Das ist so diese Richtung paneln. Und ich glaube, dass ich da noch sowas wie ein Phaser drin gehört habe. Ja, auf jeden Fall geht danach das Ganze hoch, ja, schöner Übergang, schönes Snare zum Übergang, lässt mich gerade ein bisschen schmunzeln, wird das Trap? Glaube ich nicht, also die Snare ist eine typische Trap-Snare, kann man schon so bezeichnen, ne? Dir ist alles egal, deine Zeit sieht tick-tack, alles egal, du wirst vom Don zerfickt, bleib im Wagen, wenn du in meiner Hood bist, weil du kaputt bist, ich bin Hood Rich, dein Ego wird getankt bei Versace, Bitch, so kommt dein kleiner Schwanz auch mal ans Tageslicht, denn ich... Nice, geil, also zuallererst, mir fällt auf, dass im Beat wirklich Abwechslung ist, ja, nach 4 Lines, ich glaube, das waren 4 Zeilen, ja, kam im Hintergrund die Akkorde. Dein Ego wird getankt bei Versace, Bitch. Ja, die Akkorde wurden nochmal durchgehend gespielt. Finde ich natürlich super, dass eine Abwechslung im Beat zu hören ist. Weil ich fand, anfangs klang der ein bisschen leer. Aber ich habe mir schon sowas gedacht, dass der Produzent mit der Zeit ein paar kleine Steigerungen reinbaut. Ja, also den Rap finde ich ja mal 1000-mal besser als das, was wir als letztes von Chengiz gehört haben. Ne, dieses komische gegen Anderson. Ne, wo ich ja sagen musste, dass André absolut verdient, für mich zumindest verdient, da gewonnen hat, ne, ganz klar. Die Qualität ist sehr schön. Also man hört so eine extreme Sauberkeit, weil da noch ein Hall auf der Stimme drauf ist. Und normalerweise bin ich kein Fan von Hall auf Stimmen, weil ich finde, das wirkt immer so, als würde die Stimme ganz weit hinten sein. Hier muss ich sagen, ist der Raum von dem Hall relativ klein gehalten und der Hall ist eigentlich nur in den höheren Frequenzen oder mittleren Frequenzen, nicht in den tiefen. Alles egal, du wirst von... Das gibt dem Ganzen eine gewisse Brillanz. Ja, also das finde ich schön ausgewählt. Ich weiß, dass du ohne Gold keinen harten kriegst. Du wirst gleich ins Grab geschickt. Ich bin der Devil und du pleite. Kann nicht sehen, doch ich rieche, du bist scheiße. Nach der Hook wird es für dich ganz schön hart. Ja, schöner Vergleich mit Daredevil. Daredevil ist natürlich einer unserer Lieblingsserienhelden. Also meiner... Netflix, Daredevil, für mich mit einer der allerbesten Superhelden-Verfilmungen als Serie überhaupt. Neben von mir aus noch Flash, Gotham und so. Aber Daredevil, finde ich, wird zu selten genannt. Fand ich mega gut. Und ja, Daredevil ist halt nun mal blind. Ja, darum geht's ja. Er ist ein blinder Superheld und er sagt jetzt gerade, ich kann dich zwar nicht sehen, aber ich rieche, du bist scheiße. Schalt besser ab, zweiter Part bringt dir Hartz IV. Deine Zeit ist gekommen, deine Stunde hat geschlagen. Du weißt nicht, was dich erwartet, du wirst offiziell begraben, aber nicht zu tief. Und also die Hintergrundmelodie klingt ein bisschen wie eine gezupfte Gitarre, wie ein Plugged. Ja, habe ich auch öfter schon benutzt mit meinem guten Freund Toxic Tyson. Die letzten Kollege-Alben mitproduziert hat. Mit dem habe ich auch mal so ein Beat in diese Richtung gemacht. Mag ich mega gerne. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Synth das war, sonst würde ich damit öfter mal welche bauen. Ich weiß es nicht mehr. Kann Nexus gewesen sein, irgendwas, irgendeine Library davon. Ich weiß es nicht mehr wirklich.
Geil, schön chilliger Beat, geht nicht in die Trap-Richtung, geht, sondern wirklich klassisch einfach nur in eine Hip-Hop-Richtung, wo man einfach ganz normal drauf rappen und flowen kann. Das tut er hier auch. Er rappt ziemlich gut, ziemlich generisch trotzdem, also relativ, ich sag mal, mir fehlt ein bisschen Abwechslung, also ab und zu mal eine andere Flow-Variante wäre ganz cool, die Stimmlage vielleicht auch mal ein bisschen ändern, aber ich hoffe, dass wir jetzt zum Refrain kommen und dann haben wir unsere Abwechslung. Bis 6 feet deep, Brudi, rest in peace. Es regnet rote Rosen auf der Beerdigung, außer mir ist niemand da, nur begegnest du den Toten, halt dich in Erinnerung, weil du sonst mein niemand warst. Schön, im Hintergrund im Beat mal wieder ein Voice-Sample, ein schönes Vocal-Sample. Bin ich ja froh, ja, freue ich mich ja, machen zu selten Leute. Einmal bitte Hashtag Pitch-Stimme in die Kommentare. Ja, ihr kennt meinen Fable, ihr kennt meinen Fetisch. Ja, ehrlich gesagt habe ich vom Refrain mehr erwartet. Also ihr habt mir das übelst hoch in den Himmel gelobt, weil ich ja auch bei dem Avicii-Parodie-Ding meinte, er kann echt singen. Er kann singen. Und dann habt ihr gesagt, ja, hör dir unbedingt Rote Rosen an. Ich finde das Avicii-Ding besser gesungen. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist zwar eine schöne Abwechslung gerade, es ist aber für mich jetzt auch kein großartiger Gesang, sondern es ist eher Sprachgesang, aber nicht im Rap-Sinne, sondern Sprachgesang wirklich im, ja, wortwörtlichen Sinne. Und ja, es klingt schön als Abwechslung, es ist jetzt aber nicht überkrass. Also, wie gesagt, da habt ihr, finde ich, das Ganze ein bisschen zu sehr in den Himmel gelobt. Es regnet rote Rosen auf der Beerdigung, außer mir ist niemand da. Nun begegnest du den Toten, halt dich in Erinnerung, denn ein Niemand liegt im Sarg. Schöner Übergang, sowas liebe ich, ne? Wenn nach dem Refrain nicht direkt der Part anfängt, sondern erstmal alles einmal runtergeht. Ja, das sage ich ja auch immer. Ein Refrain ist eine Abwechslung, die entweder übelst abgehen muss im Vergleich zum Part oder ist es etwas, wo man entspannt, ne? Und da war, glaube ich, mein bestes Beispiel, glaube ich, war Justin Bieber, The One oder sowas. Die Parts und so weiter gehen ab und man denkt so, Refrain geht auch ab. Nein, Refrain ging ganz runter, komplett entspannt. Und das ist so für mich das Gegenbeispiel und natürlich der klassische Refrain ist immer, es geht ab. Ja, ja, wie gesagt, also an sich, es klingt stimmig, der Refrain. Ich sag jetzt nicht, dass es komplett scheiße klingt. Auf gar keinen Fall. Ich habe nur vielleicht zu hohe Ansprüche gehabt. Ich weiß allerdings auch nicht, welches vor dem anderen kam. Ne? Deswegen bitte schreibt mir jetzt nicht wieder die Kommentare voll. Aber der Avicii-Remix kam erst danach und ja, das kann sehr gut sein. Wir haben jetzt einfach den Vergleich, ist jetzt auch scheißegal. Dann können wir ja sagen, dass er sich gesteigert hat, falls es so sein sollte. Oder halt genau das Gegenteil. Ja, Beat finde ich entspannt, schöner Übergang. Warum willst du, mieser Wichser, dein Hals riskieren? Ich hab mehr Respekt vor Floyd als vor dir. Ich bin Fokus, du bist planlos. Ich im Haie, du am Bahnhof, dein Bro, hallo. Ja, na gut, ich habe einen Kartoffelsalat. Doch zu dir haben sie immer nur Kartoffel gesagt. Gib es. Ich finde seine Betonung geil. Kartoffel gesagt. Finde ich ganz cool. Hat irgendwie so was Eigenes. Ne? Also, ja, bei dem letzten Rap Song habe ich ja gesagt, ist nicht meins gewesen. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Hier finde ich seinen Rap schon bei weitem besser, bei weitem angenehmer, bei weitem routinierter klingt das Ganze. Was mich natürlich freut, was ja, dafür spricht, dass er das kann. Ich würde nur gerne, wenn ihr noch ein anderes Beispiel habt, irgendwas hören, wo er wirklich singt. Ja, also wenn ihr irgendwelche Sachen kennt, ab in die Kommentare, Freunde. Da habe ich Bock drauf. Ich will den Jungen jetzt mal singen hören. Und außerdem will ich, dass er in mein Studio vorbeikommt. Na, also wir sind zwar hier noch nicht fertig und so. Mir fehlen auch noch ein paar Instrumente, aber ich habe Bock auf Sessions, Leute. Ich habe Bock auf Mucke machen. Ich habe Bock auf Sommer und Videos draußen drehen mit den Leuten und so. Das ist, ja. Ich bin noch dein größter Dream. Bück dich jetzt, Flügelbitch. Götin ist die Key. Dein Arsch und Face, Zwillinge. Repeat, Kopie, billige. Tag der Abrechnung, du bist jetzt geliefert, Bitch. Nenn mich Sensenmann, der nachts an deinem Bettchen sitzt. Das ist der Anfang vom Ende, ich falte die Hände. Dein Weg hier zu Ende. Ah, an sich cool. Kein Refrain mehr. Oh, ist aber schade jetzt, ist kein Refrain. Also den hätte man ruhig nochmal dahinter klatschen können. Ist ja auch jetzt keine Arbeit. Ja, also ich fand zum zweiten Part hat er seine Stimme nochmal gut irgendwie in Abwechslung gebracht. Also da war auf jeden Fall ein bisschen mehr als im ersten Part. Rap-technisch, ich fand's souverän.
Ja, es war routiniert, souverän. Es war echt nicht schlecht. Also das muss man wirklich sagen. Aber ich möchte ihn ja eigentlich singen hören. Deswegen habe ich ja eigentlich gehofft, dass das so ein Gesangsdingsbums da wird. Ja, Refrain war okay. War jetzt aber wirklich nichts, was im Kopf bleibt und was auch jetzt stimm- oder gesangstechnisch irgendwie heraussticht. Ja, ich will wissen, ob er neben Tony, neben Denergy vielleicht noch ein YouTuber ist, der singen kann. Ich wüsste es gerne. Freunde, wie gesagt, wenn es da irgendwelche Beispiele gibt, in die Kommentare, Leute. Ansonsten spammt mal Cengiz voll oder so. Der soll mal hier ins Studio kommen. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus. Macht es gut. Peace.